und herzlich willkommen zu einem neuen Video von mir. Heute gibt es meinen Lesemonat März. Wir beginnen mit einem Buch, was wir in der All You Can Read-Gruppe gemeinsam angefangen haben zu lesen. Ich kann euch schon vorab sagen, dass es von uns allen abgebrochen wurde. Die Rede ist von Spiderling von Sascha Macht. Wir haben das Buch zur Verfügung gestellt bekommen. Vielen Dank an dieser Stelle. Ja, leider haben wir es nicht zu Ende gelesen. Ich habe ungefähr 117 Seiten gelesen. Das war der erste Abschnitt, den wir eingeteilt hatten. Und ich war sehr erleichtert, als auch die anderen Mädels unabhängig von mir entschieden haben, dass sie dem Buch keinen weiteren Abschnitt geben möchten. Und ich erzähle euch jetzt erstmal, worum es in dieser Geschichte geht. Unsere Protagonistin heißt Daytona und sie gehört zu den talentierten BrettspielmacherInnen. Sie wird eines Tages in die Republik Moldau eingeladen, auf ein Weingut, in einem Haus, wo ein gewisser Spiderling wohnt, der selber Brettspielmacher ist. Und er lädt, ich glaube, alljährlich die begabtesten BrettspielmacherInnen der Welt ein. Und Spiderling selber wurde selber noch nie gesehen. Also keiner weiß, wie dieser Typ oder diese Frau aussieht. Ich weiß nicht, in meinem Kopf war es irgendwie immer ein Kerl. Vielleicht, weil Spiderling so männlich klingt, aber ich kann euch auch nicht sagen, was es am Ende war. Oder was er oder sie am Ende war. Auf jeden Fall lädt er 7 unterschiedliche Personen ein, die Brettspiele machen, kreieren. Und Daytona gehört dazu oder ist eine dieser Personen. Wir lernen sie kennen. Sie ist eine recht introvertierte Person, die anscheinend schon einiges in ihrem Leben erlebt hat. Sie wird auch die Verschwundene genannt in den Medien. Das hat den Hintergrund, dass sie in der Vergangenheit irgendwann wie vom Erdboden verschluckt wurde und es scheint so, als ob sie wirklich, als ob ihr Schlimmes widerfahren ist. Das erfährt man dann im Laufe des Buchs, aber so weit bin ich, wie gesagt, nicht gekommen. Ich hatte nur kurze Rückblicke, die schon darauf hingewiesen haben, dass auf jeden Fall nichts Gutes hinter diesem Verschwinden steckt. Warum hat mir dieses Buch nicht gefallen? Ich muss versuchen, meine Gedanken zu sortieren, weil das Buch insgesamt ein sehr chaotisches Buch ist, würde ich behaupten. Fangen wir beim Schreibstil an. Der Schreibstil soll, glaube ich, literarisch daherkommen. Vielleicht ist das der Grund, warum es mir nicht so gut gefallen hat. Ich hatte mit was ganz anderem gerechnet und dann ist es so, dass wir hier Sätze haben, die seitenlang gehen. Also es gibt einen Satz, der dann auf Seite, weiß ich, 60 anfängt und Seite 62 aufhört. Es gibt seitenlange Aufzählungen von bestimmten Dingen, seien es Brettspiele oder Stimmungen. Das ist unfassbar anstrengend und ich musste ganz viele Sätze nochmal lesen. Manchmal war es auch einfach so, dass ich Passagen übersprungen habe, weil sie mich so angestrengt haben. Ja, das zu dem Schreibstil, das hat mir schon mal gar nicht gefallen. Und dann kommen wir zu der Geschichte an sich. Die kommt recht skurril und wirr und abgedreht rüber und man erkennt keinen klaren roten Faden, auch wenn die Beschreibung des Klappentexts ja doch irgendwie von Klarheit zeugt. Aber wenn man dann dabei ist zu lesen, merkt man ganz schnell, dass es keinen roten Faden geben wird. Und das behaupte ich jetzt einfach mal ganz dreist. Ich weiß natürlich nicht, wie das bis zum Ende des Buches ist, aber so oder dieses Gefühl wurde mir auf den ersten 100 Seiten vermittelt. Ich habe das Gefühl, dass der Autor provozieren möchte, gepaart mit diesem literarischen Schreibstil, der wahrscheinlich eine bestimmte Zielgruppe anspricht. Mich hat es überhaupt nicht angesprochen. Die provokativen Szenen fand ich eher abstoßend. Und ich wollte keine weitere Kostprobe davon haben. Ich hatte überhaupt keine Lust, zu dem Buch zu greifen und war unfassbar erleichtert, als ich nicht die Einzige war, die gesagt hat, dass das Buch nichts für sie ist. Und deswegen bin ich ganz glücklich, dass wir alle abgebrochen haben. Es gibt sicherlich Menschen, die das Buch gut finden werden und es wird hier seine Fanbase geben, wie es bei allen Büchern der Fall ist. Ich würde mir das gerne erklären lassen von jemandem, der das Buch feiert. Also sollte jemand von euch dabei sein, der das Buch schon gelesen hat oder bald lesen wird und es wirklich gut findet, können wir gerne in eine Unterhaltung gehen und dann herausfinden, ja, warum es mir nicht gefallen hat, warum es der Person doch gefallen hat. Ich weiß nicht, ich fände es sehr, sehr spannend, weil das so konträr meinem Lesgeschmack gegenüber ist, dass ich das sehr spannend finde. Genau. Also nicht mein Buch und schade. Nichtsdestotrotz wollten wir ein Clubbuch zusammen lesen oder zusammen hören.
Und eine schnelle Entscheidung musste her. Wir haben uns letztendlich für The Maid entschieden. Ich habe es als Hörbuch gehört, deswegen habe ich es nicht in physischer Form hier. Das war eine super Entscheidung. Das hat wirklich sehr, sehr gut getan. Es geht hier um Molly. Und Molly ist eine 25-jährige junge Frau, die ein bisschen anders ist als andere. Sie arbeitet in einem Hotel, ist Zimmermädchen und sie macht ihren Job unfassbar gerne. Ihr gibt es ein gutes Gefühl, wenn sie die Zimmer blitzeblank sauber macht und der Gast sich wohlfühlt. Für sie bedeutet das tatsächlich, der Gast ist König oder Königin und sie geht damit sehr viel Herzblut an die ganze Sache ran. Sie ist gemeinsam mit ihrer Oma aufgewachsen oder sie ist bei ihrer Oma aufgewachsen, die bereits oder mittlerweile verstorben ist. Das erfahren wir schon relativ zu Beginn. Und wir haben immer wieder Sprüche und Gedanken der Oma, die wir mitbekommen, weil sie fest in Mollys Gedanken verankert sind und die Oma so eine große, wichtige Rolle bei ihr gespielt hat. Eines Tages findet Molly einen Toten auf seinem Zimmer, Mr. Black, und sie gerät relativ schnell unter Verdacht, weil sie eben etwas seltsam daherkommt und ungewöhnlich ist, eine ungewöhnliche Person ist. Warum, weshalb, das lernt ihr dann selber in dem Buch kennen, da möchte ich gar nicht weiter drauf eingehen, weil ich die Befürchtung habe, dass das spoilern würde. Insgesamt kann man sagen, dass das Buch ein cozy Krimi sein soll. Ich würde auch sagen, dass das stimmt. Es hatte aber auch sehr viele gefühlvolle Momente drin und es war jetzt nicht ein Buch, wo man zwangsläufig miträtseln kann, so wie ich das gedacht hatte. Ich dachte, dass Molly eine Protagonistin ist, die auf eigener Faust ermittelt. Das war nur bedingt so. Aber nichtsdestotrotz hat das Buch von mir 4 Sterne bekommen, weil es sehr viele gefühlvolle Momente hatte. Ich fand die Protagonistin Molly sehr, sehr, sehr sympathisch. So sympathisch, dass ich dachte, es wäre so schön, wenn man sie noch in weiteren Büchern mitbekommen könnte, einfach nur um ihre Persönlichkeit weiter kennenzulernen. Und sie hat wirklich, es hat sehr viel Spaß gemacht, mit ihr durch dieses Buch zu gehen. Es war eine leichte, lockere Lektüre mit Momenten drin, die schon emotional waren und auch ans Herz gingen. Und das hat mir gut getan und das war ein super Clubbuch und deswegen kann ich das als Empfehlung aussprechen. Ich glaube, das nächste Buch, was ich jetzt in die Kamera zeige, das ist im Moment in aller Munde von Delphine de Vigan. Die Kinder sind Könige und ich habe ja bereits ein Buch von Delphine de Vigard gelesen. Das war ein Highlight für mich und es war schon immer klar, dass ich auch weitere Bücher von ihr lesen werde. Ich habe dann zu dem Buch gegriffen. Es ist jetzt sehr neu rausgekommen und ja, ich kann schon sagen, dass es anders ist als das Buch, was ich davor gelesen habe. Ich habe Delphine de Vigard nur bedingt wiedererkannt, aber das liegt auch an der Art und Weise, wie dieses Buch geschrieben wurde und was es für ein Thema behandelt, weil es für mich eher wie ein langer Bericht dahergekommen ist. Da kommen wir aber gleich nochmal in der Auswertung zu, in meiner persönlichen Auswertung. Ich erzähle euch jetzt erstmal, worum es hier geht. Man kann schon sagen, dass dieses Buch in 3 Abschnitte unterteilt ist. Zu Beginn haben wir Rückblicke. Dann gibt es den Gegenwartszustand und wir haben auch einen Teil, der sich in der Zukunft bewegt. Melanie hatte schon immer eine Faszination für das Fernsehen bzw. für Reality-Shows. Sie ist in dem Zeitalter von Big Brother aufgewachsen und schon damals war sie total fasziniert von den Kandidatinnen dort und wollte immer ein Teil von so einer Reality-Show sein. Und während sie aufgewachsen ist, hat sich dieses Gefühl auch weiter manifestiert. Aber sie hat es nie geschafft, selber in dieser Branche in irgendeiner Form Fuß zu fassen. Später ist sie eine Vorstadtmutti, die einen relativ gut verdienenden Mann geheiratet hat. Sie bekommen beide 2 Kinder und sie versinkt so ein bisschen in Depressionen, weil ihr doch irgendetwas fehlt. Und dann entdeckt sie für sich die sozialen Medien und sie fängt an, Videos zu drehen, fängt an, diese hochzustellen. Und das Hauptthema ihrer Videos sind ihre Kinder. Zu Beginn zeigt sie auch nur ihre Kinder und später dann auch sich selber und ihren Familienalltag. Und auf einmal ist sie total erfolgreich mit dem, was sie tut. Sie hat Millionen von Abonnenten, die ihr folgen und die Teil ihres Alltags sind. Und schon bald gibt es fast gar nichts mehr, was privat ist in ihrem Leben. Also sie filmt tatsächlich jeden Schritt von sich selber und ihren Kindern. Sie lädt Stories hoch, macht Beiträge, dreht Videos und eines Tages verschwindet ihre kleine Tochter, die gerade mal 6 Jahre alt ist, Kimmy.
Kimi ist spurlos verschwunden. Sie ist beim Spielen einfach weg und ihr klein oder ihr älterer Bruder, ich glaube, er ist 2 Jahre älter, findet sie nicht wieder und ist total aufgelöst, kommt zu seiner Mutter und sagt, dass die Schwester weg ist. Die Familie ist geschockt und nun gilt es herauszufinden, was mit Kimi passiert ist. Wir haben dann noch eine weitere Protagonistin oder einen weiteren Charakter, der hier eine Rolle spielt. Das ist die Ermittlerin Clara. Und sie ist das Gegenteil von Melanie. Sie ist eher zurückgezogen. Sie hat überhaupt keine Ahnung von der Welt der sozialen Medien. Sie ist ganz anders aufgewachsen und kennt sich in dieser Welt überhaupt nicht aus, ist da überhaupt nicht bewandert. Und als dieser Fall sich ereignet mit Kimi, muss sie erstmal in diese Welt einsteigen. Und wir begleiten Clara ein bisschen dabei, wie sie die sozialen Medien kennenlernt und wie verblüfft sie ist, was das für eine Welt oder was für eine Welt sich dahinter verbirgt. Dieses Buch ist eher ein kühler Bericht, der die Auswirkungen von sozialen Medien beschreibt und vor allem die Auswirkungen, die soziale Medien auf Kinder haben, die mit der Kamera vor der Nase aufwachsen. Und das ist ja wirklich etwas, was man immer mehr beobachtet. Es gibt diese sogenannten Familienblogs, ich will da jetzt gar nicht verurteilend an die ganze Sache rangehen, aber was bei mir oder was für mich vor allem bei diesem Buch immer wieder hochgekommen ist, war das konstante Gefühl des Unwohlseins, während ich beobachtet habe, wie Melanie sich und ihre Familie vermarktet hat. Und ich sag's euch ganz ehrlich, immer wieder das Bedürfnis gehabt, während des Lesens all meine sozialen Medien zu löschen. Das war wirklich das hauptsächliche Gefühl, was das Ganze bei mir ausgelöst hat. Ich habe immer wieder reflektiert, was ich selber von meinem Leben preisgebe, was ich selber in den sozialen Medien poste, was ich dafür einen Fußabdruck hinterlasse, so einen persönlichen Fußabdruck und ob ich das überhaupt möchte. Und ich finde es wirklich sehr gruselig. Und wenn ich dann überlege, dass ich diese Entscheidung auch für andere Menschen außer für mich treffen würde, in dem Fall von Melanie sind das ja ihre Kinder, ihre Familie, dann wird mir wirklich ganz anders. Also das Buch hat mich sehr zum Nachdenken gebracht, sehr zum Nachdenken. Ich habe dem Ganzen 3,5 Sterne gegeben, weil ich nicht denke, dass das ein literarisches Meisterwerk oder sowas ist. Ich finde wirklich, dass es eher so ein kühler Bericht ist, der hier erzählt wird. Es geht hier auch gar nicht um Emotionalitäten oder so. Also das Verschwinden von Kimi ist eher im Hintergrund. Auch dieser ganze Fall, der dann nach und nach aufgelöst wird. Es geht gar nicht um die Entführung per se, sondern um diese ganzen Auswirkungen von sozialen Medien. Wir haben später noch einen Ausblick in die Zukunft. Ich würde jetzt nicht sagen, dass es ein dystopischer Ausblick ist, aber schon einer, der, wo man ganz klar merkt, wir befinden uns schon einige Jahre in der Zukunft und es hat sich schon auch technisch einiges wieder getan und ich weiß gar nicht, ob ich das so toll finde, muss ich ehrlich sagen. Das Buch hatte mir immer wieder das Gefühl ausgelöst, irgendwie aufs Land zu ziehen und alle technischen Geräte hinter mir zu lassen. Ich sag's euch ganz ehrlich. Ja, wir gehen hier der Frage nach, was diese sozialen Medien, was diese Ausbeutung von Kindern, was das mit den Kindern macht. Und es gibt diese Auswirkungen, wir wissen ja noch gar nicht, was für Auswirkungen das für diese Kinder, die mit der Kamera vor der Nase aufwachsen, haben wird. Es geht hier nicht um ein paar Bilder, die man ins Internet stellt, sondern wirklich um dieses tägliche, das ist deren Leben. In diesem Buch war das Leben dieser Kinder. Und das ist sehr, sehr, sehr gruselig. Und wir wissen tatsächlich nicht, was das für Auswirkungen hat. Delphine de Vigan hat es gewagt, ein mögliches Szenario darzustellen. Und ich fand das sehr spannend, aber auch wirklich sehr, sehr bedrückend. Und gleichzeitig muss man eben sagen, für mich ist das ein 3,5-Sterne-Buch, weil wir kommen den ProtagonistInnen hier nicht nah. Also wir kommen weder der Melanie nah, noch der Clara. Wir bekommen eine detaillierte Reportage über deren Leben, über wie die aufgewachsen sind und was die so für Meilensteine hinter sich haben. Aber trotzdem wird das nicht besonders gefühlvoll dargestellt. Das ist auch nicht schlimm. Ich glaube, das ist nicht der Anspruch dieses Buchs. Ich hatte kurzzeitig beim Beenden des Buchs irgendwie so eine Leere, die ich empfunden habe. Und dann wiederum habe ich mir gedacht, vielleicht soll es genau das auslösen. Deswegen ist es nicht unbedingt ein Kritikpunkt, sondern es geht nur darum, euch zu erläutern, worauf ihr euch einlasst, wenn ihr dieses Buch lest. Und
Ich fand auch die Auflösung dieses Entführungsfalls irgendwie ein bisschen schräg, muss ich sagen. Ich weiß nicht, ob das wirklich realistisch war. Aber wie gesagt, auch das war nicht unbedingt der Mittelpunkt dieses Buchs. Also es hat sich nicht um die Auflösung des Falls gedreht. Deswegen konnte ich damit ganz gut leben. 3,5 Sterne. Aber es lohnt sich, das zu lesen, weil es bestimmte Mechanismen anregt im Kopf. Also sich vielleicht selber darüber Gedanken zu machen, wie man in den sozialen Medien unterwegs sein möchte. Also mir hat es zu denken gegeben und es wird auch noch, also ich werde da noch lange drüber nachdenken, da bin ich mir ziemlich sicher. Und wir kommen zu einem Highlight. Und ich muss dazu sagen, dass ich das Buch nicht uneingeschränkt empfehlen kann. Auch wenn es für mich persönlich ein Highlight war, möchte ich betonen, dass ich durchaus sehe, dass man das Buch kritisch betrachten kann. Und deswegen wird es eventuell, ich werde das im Laufe des Sprechens entscheiden, einen kleinen Spoiler-Teil geben. Sollte ich mich gleich dafür entscheiden, werde ich dann auch sagen, ab wann die Spoiler anfangen, damit die Leute, die das Buch noch lesen möchten und nicht gespoilert werden wollen, dass die dann einfach weiterklicken. Genau. Es handelt sich um Wo die Wölfe sind. Ich habe das Buch zur Verfügung gestellt bekommen, bevor es im Handel erhältlich war. Also vielen Dank an dieser Stelle. Ich nehme zurzeit nicht so viele Rezensionsexemplare an, aber bei dem Buch war ich wirklich Feuer und Flamme, weil mich der Titel angesprochen hat und weil ich die Thematik einfach unfassbar spannend finde. Ich habe Zugvögel, das erste Buch der Autorin, noch nicht gelesen. Es gibt da sehr begeisterte Stimmen für allen voran Sarah Sophie zum Beispiel, die mich eben auch mit dem Gedanken angesteckt hat, die Bücher der Autorin zu lesen. Und ich wurde nicht enttäuscht. Inti Flynn kommt nach Schottland, um Wölfe wieder anzusiedeln. Sie weiß als Wissenschaftlerin, als Wolfsbiologin, dass das die einzige Möglichkeit ist, um die Landschaft zu retten, wilde Tiere wieder anzusiedeln. Und das ist das, was sie vorhat. Und gleichzeitig möchte sie auch ihrem alten Leben entfliehen und in Schottland, in den Highlands, ein neues Leben beginnen. Sie und ihr Wissenschaftlerteam stoßen auf großen Widerstand bei der Bevölkerung. Die Menschen haben große Angst vor den Wölfen, haben Angst, dass deren Tiere in der Landwirtschaft angegriffen werden, die Kinder angegriffen werden. Und so entstehen schon direkt zu Beginn der Geschichte Konflikte. Gleichzeitig haben wir auch Rückblicke, die uns Inti kennenlernen lassen. Ich habe für meinen Teil schnell festgestellt, dass Inti eine Metamorphose durchgemacht hat während ihres Lebens. Man lernt die sanfte, sehr empathische Inti in der Vergangenheit kennen und dann hat man eine sehr kühle und sehr fast schon wütende Inti, die man in der Gegenwart kennenlernt. Und das ist etwas, womit man erstmal zurechtkommen muss. Denn der Charakter Inti oder Intis Charakter ist kein einfacher. Und ich kann nicht sagen, dass sie sofort sympathisch rüberkommt. Man muss mit ihr warm werden. Und sie hat auch immer wieder Momente, wo man nicht unbedingt mit ihr einer Meinung sein kann oder möchte. Und wo man sich auch fragt, warum mag ich diese Person jetzt? Ich hatte das immer mal wieder. Ich kann schlussendlich sagen, dass ich sie wirklich sehr gerne mochte, auch wenn ich nichts an ihr entdeckt habe, was mich an mich selber erinnert. Denn ganz oft mag man ja Charaktere, die eine gewisse Ähnlichkeit zum eigenen Charakter haben. Mir geht es zumindest ganz oft so. Bei ihr kann ich das nicht behaupten und trotzdem hat sie mich fasziniert. Und ich fand, sie war eine unfassbar spannende Protagonistin. Was wir in diesem Buch auch wiederfinden, ist so ein kleiner Kriminalfall, der gelöst wird. Ich weiß nicht, ob Kriminalfall zu hoch gesteckt ist, aber es geht so ein bisschen in die Richtung, wir haben hier sehr viele emotionale Parts und es gibt hier eine eindeutige Triggerwarnung von meiner Seite aus. Ich finde, das Buch sollte definitiv mit einer Triggerwarnung versehen sein für Menschen, die Gewalt erlebt haben. Und ich kann mir vorstellen, dass das ein Punkt ist, der einen traumatisierten Menschen stören könnte, wenn er das vorher nicht weiß. Das ist schon mal der erste Punkt, warum ich verstehen kann, dass man das Buch kritisieren könnte. Ein weiterer Punkt, der als Kritik durchgehen kann, ist das sehr emotionale und sehr unrealistische Ende.
Unrealistisch für den einen, für mich hat das zu dem ganzen Stil und der ganzen Geschichte gepasst. Ich finde, es gab keinen Bruch in der Geschichte. Und deswegen konnte ich mit diesem unrealistischen Ende leben. Für mich war das insgesamt der Charakter von Inti. Sie bringt auch noch eine Krankheit mit, die es sicherlich gibt, also keine Frage, aber die eben dieses unrealistische am Ende nochmal unterstützt. Für die es gelesen haben, wissen vielleicht, was ich meine. Und ja, gleichzeitig konnte ich das Gesamte des Buchs einfach so annehmen. Ich konnte es annehmen und ich konnte damit leben, dass dieses sehr emotionale Ende so dargestellt wurde. Es gab einen Punkt am Ende, den ich schwierig fand. Ich habe mich jetzt spontan entschieden, keinen Spoilerteil zu machen. Vielleicht mache ich da noch mal ein einzelnes Video für, weil ja, ich würde jetzt hier viel zu sehr ins Detail gehen. Aber es gibt einen Kritikpunkt, der sich am Ende wiederfindet und der einen etwas anspricht, was ich sehr, sehr schwierig finde. Und das Ende hat es wieder, konnte es ein bisschen glätten, das Ganze, aber nicht in Gänze. Und das wäre für mich definitiv ein Kritikpunkt. Wenn sich jemand hier eine Rezension für das Buch wünscht mit Spoilerteil, dann drehe ich gerne eins. Könnt ihr gerne unter die Kommentare schreiben, falls da das Bedürfnis besteht. Und dann rede ich gerne mit euch darüber in einem gesonderten Spoilerteil. Ja, alles in allem kann ich sagen, dass ich das Buch wirklich sehr genossen habe. Ich habe es geliebt, über die Wölfe zu erfahren und über diese Renaturierung. Ich mochte es einfach, wie Inti mit den Wölfen umgegangen ist, wie sie mit den Wäldern umgegangen ist und wie sie sich selber auch immer wieder versucht zu finden. Und das wird völlig realistisch dargestellt, dass es eben manchmal überhaupt nicht einfach ist, sich selber zu entkommen und sich in irgendeiner Art und Weise zu finden, sondern dass das vielleicht ein lebenslanger Prozess ist. Und so habe ich es verstanden, so nehme ich es mit und deswegen ist es für mich definitiv ein Highlight-Buch, auch wenn ich, wie gesagt, Kritik total verstehe. Und ja, es gibt hier definitiv Punkte, die man kritisieren kann. Als nächstes werde ich Zugvögel lesen, bin da sehr, sehr gespannt drauf. Ja, ihr Lieben, das war mein Lesemonat im März. Ich bin gespannt, was der April so mit sich bringt. Ich lese zurzeit schon drei Bücher parallel, die mir ganz gut gefallen, glaube ich, gerade. Aber da werde ich im nächsten Lesemonat berichten. Ihr könnt mir gerne erzählen, was ihr gelesen habt, was euch irgendwie berührt hat oder eben nicht berührt hat. Habt ihr Bücher abgebrochen? Das würde mich sehr interessieren. Und ansonsten wünsche ich euch ja, einen schönen Tag und wir sehen uns zum nächsten Video. Bis bald. Tschüss.